Gehirnzerstörer Natriumglutamat. Noch immer wird die umstrittene Substanz Glutamat als sogenannter Geschmacksverstärker in unzähligen Fertignahrungsmitteln und Würzmitteln eingesetzt, obwohl es sich hierbei um einen der schwersten, legal zugelassenen Gehirnzerstörer handelt, der in Schweden daher seit langem verboten ist. Geschmacksverstärker sind keine Gewürze, sondern Substanzen, die unabhängig vom Aroma eines Nahrungsmittels ein künstliches Hungergefühl im Gehirn simulieren, um den Absatz theoretisch geschmacklich ungenießbarer Produkte zu ermöglichen. Da die verschiedenen, gebräuchlichen Glutamate, Natriumglutamat, Kaliumglutamat, Calciumglutamat und Glutaminsäure, in ihrer Wirkungsweise nahezu identisch sind, soll im Folgenden von dem Glutamat die Rede sein. Beim Glutamat handelt es sich, neurologisch betrachtet, um ein Rauschgift. Es ist eine suchterzeugende Aminosäureverbindung, die über die Schleimhäute ins Blut geht und von dort direkt in unser Gehirn gelangt, weil die recht kleinen Moleküle des Glutamats unsere schützende Blut-Hirn-Schranke zum Teil problemlos überwinden. Im Unterschied zu den bekannteren Rauschgiften macht Glutamat nicht vorwiegend high, sondern es erzeugt künstlich Appetit, indem es unter anderem die Funktion unseres Stammhirns stört. Das Stammhirn, limbisches System, regelt neben den elementaren Körperfunktionen unsere Gefühlswahrnehmung und daher auch den Hunger. Durch die Störungen verursacht das Glutamat Schweißausbrüche und Stresswirkungen wie Magenschmerzen, Bluthochdruck und Herzklopfen. Es führt bei sensibleren Menschen häufig zu Migräne. Die Sinneswahrnehmung wird deutlich eingeschränkt und die Lernfähigkeit und das allgemeine Konzentrationsvermögen nehmen nach Einnahme von Glutamat bis zu mehrere Stunden lang nachhaltig ab. Bei Allergikern kann Glutamat epileptische Anfälle bewirken oder sogar zum Soforttod durch Atemlähmung führen. In Tierversuchen führte Glutamat zu schweren Gehirnschäden. Wurde es schwangeren Ratten über die Nahrung in Dosierungen verabreicht, wie sie zum Beispiel in Kartoffelchips oder Fertigsuppen durchaus üblich sind, so konnte sich beim Embryo im Mutterleib kein voll funktionsfähiges Nervensystem mehr entwickeln. Die Neugeborenen wären wahrscheinlich in der Natur nicht überlebensfähig gewesen. Auch bei erwachsenen Tieren traten deutliche Gehirnveränderungen auf. Auch die schwersten Gehirnschäden nach dem Schlaganfall entstehen nicht dadurch, dass der Sauerstoffmangel sehr viele Gehirnzellen zerstört. Die wenigen wirklich so zerstörten Zellen setzen unter anderem große Mengen an Glutamat frei, das die eigentliche Hauptzerstörung verursacht. Die Nahrungsmittelindustrie nimmt solches in Kauf und hat vermutlich mit großzügigen Geldspenden bewirkt, dass sich aus den wenigen Zeitungsanzeigen gegen Glutamate kein Skandal entwickeln konnte. Vom Einsatz solcher Geschmacksverstärker hängen Milliardenbeträge ab. Würde zum Beispiel der Eigengeschmack von Tütenspargelcremesuppe plötzlich wahrnehmbar, so würde deren nach salziger Mehlpampe schmeckendes Aroma vermutlich von der Mehrheit der Menschen als ungenießbar empfunden. Ähnlich wie eine halb verweste, von mehreren Autos überrollte Taube von einem Verhungernden ohne Zögern aufgegessen würde, so machen die Geschmacksverstärker die Essleistung des Konsumenten vom Aroma der gekauften Produkte unabhängig, indem diese den Geschmackssinn betäuben und eine physische Sucht hervorrufen. Auch im Mensa-Essen der FH Hamburg wurden fast alle Suppen, Soßen, Dressings, Paar- und Marinaden sowie Hackfleischprodukte mit diesen gefährlichen Substanzen künstlich angereichert. Lebensmittelchemiker behaupteten 1954 paradoxerweise sogar noch, dass gewisse Tröpfchen etwas Glutaminsäure zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit taugen würde, da diese Substanz ja auch so natürlich in unserem Gehirn vorkommt und es daher so logisch wäre, sie auch künstlich in möglichst rauen Mengen zuzuführen. So zerstört Glutamat dein Gehirn. Die Schaltkreise unseres Gehirns sind aus Nervenzellen, den Neuronen, aufgebaut. Signale wandern als elektrische Impulse durch die Nervenbahnen. An den Verbindungsstellen solcher Nervenbahnen befinden sich die Synapsen. Erreicht ein Signal die Synapse, so werden wenige Moleküle eines Datenübertragerstoffs, eines sogenannten Neurotransmitters, übertragen, der ein elektrisches Signal im gegenüberliegenden Neuron einschaltet, sofern dieses nicht durch andere Neurotransmitter auf inaktiv geschaltet wurde. Einer dieser Neurotransmitter ist die Glutaminsäure. Um die elektrischen Signale übertragen zu können, erzeugen die Neuronen eine Zellenspannung von ca. 70 mV,
indem sie geladene Ionen von Kalium und Natrium ähnlich einer Batterie verwenden. Die Nervenbahn hat die Gestalt eines feinen Schlauches, gebildet durch die Nervenmembran. Innen negativ, außen positiv geladen. Um ein Signal zu übertragen, öffnen sich darin molekülgroße Schleusentore, die positive Calciumionen hinauslassen, so dass an dieser Stelle eine Umpolung entsteht. Die Umpolung öffnet, durch elektrische Felder gesteuert, weitere Ionentore, so dass sich das Signal vorwärts ausbreiten kann. Hinter der Umpolung werden durch ähnliche Tore positive Natriumionen hereingelassen, die die alte Polung wiederherstellen. Ähnlich einem selbsttaktenden Schieberegister, wandert das Signal die Nervenbahn in festgelegter Richtung entlang. Verglichen mit den in unseren Computerschaltungen gebräuchlichen Elektronen, sind die Ionen des Nervensystems aufgrund ihrer Maße ca. 50.000 Mal träger. Damit ein so komplexes, kybernetisches System wie unser Gehirn mit ausreichender Geschwindigkeit funktionieren kann, braucht man zur Beschleunigung der Ionen sehr hohe Feldstärken. Daher ist die Nervenmembran nur die Winzigkeit von 5 Nanometern dünn, so dass die 70 mV-Zellenspannung einer effektiven Beschleunigungsspannung von ca. 100 kV pro Zentimeter entsprechen. Bei diesen Betriebsbedingungen ist es verständlich, dass jeder Nervenimpuls an Teilen der Membran kleine Beschädigungen verursacht, da Isolationsdurchschläge entstehen und das elektrische Feld, ähnlich einem elektrostatischen Lautsprecher, die Membran in starke Schwingungen versetzt. Diese Schäden müssen ständig von einer Reparaturautomatik in der Zelle behoben werden, damit kein Kurzschluss entsteht. Wird ein Neuron mit ununterbrochenen Dauersignalen bombardiert, so wird es in kurzer Zeit zerstört, da die Reparaturautomatik die Schäden nicht mehr schnell genug beseitigen kann oder dieser gemeinsam mit der gesamten Zelle die Energie ausgeht. Der Geschmacksverstärker Glutamat ist eine Glutaminsäureverbindung, die wie andere Rauschgifte auch im Gehirn mit Neurotransmittern verwechselt wird. Gerät solch eine Substanz in den Blutkreislauf, so ergibt sich im Gehirn eine ähnliche Situation, als wenn eine eingeschaltete Computerplatine mit Salzwasser oder ähnliches übergossen würde. Überall in den zum jeweiligen Neurotransmitter gehörenden Subsystemen entstehen durch Kurzschlüsse Störimpulse, die die Datenverarbeitung ins Chaos stürzen. Genau wie die Kurzschlüsse im nassen Computerschaltkreise durch Überlastung zerstören, so schießen die von dem unechten Neurotransmitter erzeugten Dauerimpulse im Gehirn unserer Neuronen durch. Jetzt ist alles vorbei. Um die Dauerdröhnung des Glutamats überleben zu können, baut eine Automatik in den noch unzerstörten Neuronen schließlich die Sensoren für diesen Neurotransmitter ab, damit kein gefährliches Dauersignal mehr entstehen kann. Alles scheint wieder normal zu sein, bis das Nervengift den Körper verlassen hat. Nun fehlen die abgebauten Sensoren und die normalen Neurotransmitter der angrenzenden Zelle reichen nun nicht mehr aus, ein korrektes Signal zu übertragen. Der Datentransfer ist nun unterbrochen, der Mensch ist süchtig. Der Schwindel mit dem Hefixtrakt. Weil die Vokabel Glutamat in der Biosphäre einen schlechten Klang hat, taucht sie dort nicht auf dem Etikett auf. Das Glutamat ist dort getarnt, in den Biosuppenwürfeln des Ökoriesen etwa als Hefixtrakt. In der klaren Suppe, wie die Firma auf Nachfrage mitteilte, seien 2,7% Glutamat enthalten, im Brühwürfel, salzarm, 4,9%. Lustigerweise enthält die Gemüsebrühe von der Firma Rapunzel gar den Hinweis, ganz ohne zugesetzte Geschmacksverstärker, trotz Glutamat unterm Tarnkäpplein des Hefixtrakts. So kann man sich davor schützen. Beim Einkauf von Nahrungsmitteln sollte man immer die Inhaltsangabe lesen. Man kaufe nichts mit Glutamat, Geschmacksverstärker oder E-Nummern der 600er Serie. Auch E605 ist ein Nervengift, Kaliumglutamat, Calciumglutamat oder Glutaminsäure. Man kaufe nichts, was mit Würz beginnt oder so etwas enthält. Würze, Würzsalz, Würzsoße, Würzstoff, Würzmittel etc. Auch Sojasauce ist Würze. Würze ist eine beliebige Substanz zur geschmacklichen Aufpeppung, normalerweise glutamathaltig. Da Würze als Synonym für Geschmacksverstärker stehen, muss auf Würzsoßen dieser nicht extra ausgewiesen sein. Man kaufe keine Fertignahrung uneindeutiger Zusammensetzung. Die Inhaltsstoffe von Zutaten müssen nämlich nicht genannt sein. Mit Pizzasauce, mit Salamischeiben,
mit Ketchup und so weiter. Hier kann alles Mögliche drin sein. Also Augen auf beim Nahrungskauf.